Hallo, ich möchte in den nächsten, sagen wir mal, 3 Minuten erklären, wie man bei Animoto ein eigenes Video erstellen kann. Dazu muss man sich natürlich anmelden und anschließend klickt man hier oben auf diesen Create-Button. Dann kommt ein erstes Dialogfenster, in dem man aufgefordert wird, sagen wir mal, das Theme, also die Gestaltung, die grundlegende Gestaltung des Videos vorzunehmen. Da gibt es eine ganze Reihe an verschiedenen Vorlagen, die man nutzen kann. Wir nehmen, weil es ja, jetzt erstmal relativ neutral ist, vielleicht diese Super 8 Feature. In diesem Fall kann man jetzt auf Create Video drücken. Ich habe es im Moment mit einem Video zu tun, was nicht länger als 30 Sekunden sein darf, es sei denn, ich bezahle für diesen Dienst. Das ist jetzt aber für die Vorstellung des Werkzeugs Animoto nicht zwingend notwendig. Also, man kann sich im Prinzip jetzt hier in der Navigationsleiste von oben nach unten durcharbeiten. Den Stil haben wir gerade schon ausgewählt. Ich kann jetzt ein Logo meiner Organisation hinzufügen und anschließend kann ich Bilder hinzufügen. Das können entweder Bilder sein, die bei Flickr, Facebook, Instagram oder ähnlichen Bilderdiensten liegen, oder aber die liegen direkt auf meinem Computer. Und da wähle ich jetzt mal ein paar Bilder aus. In dem Fall habe ich mich entschieden für die Fortbildung, die 2012 im Rahmen von PB21 stattgefunden hat. Das sind die Bilder, die in dem Zusammenhang zusammengekommen sind. Ich bin jetzt schon mal hergegangen und habe diese Bilder ein wenig verkleinert, um das Hochladen zu beschleunigen. Als nächstes wähle ich alle Bilder aus und klicke auf Öffnen. Und dann fängt das Programm an, die Bilder hochzuladen. Einen Status kann man immer daran erkennen, den Hochladestatus kann man immer daran erkennen, dass der Ladebalken aufgerufen ist. Und in diesem Fall habe ich halt nur 30 Sekunden für mein Video Zeit. In Wirklichkeit könnte ich aber auch die Bilder, die hier jetzt am Rand noch in der Warteschlange stehen, hinzufügen. Um jetzt einen Schritt weiter zu gehen, würde man an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch einen Titel oder einen Text hinzufügen. Also in dem Fall handelt es sich um die PB21 Fortbildung. 2012 nehmen wir am besten mal in den Untertitel. Speichern das. Und lege ich noch mal ein Bild hier hin zurück, damit ich dieses Bild da rein pflanzen kann. Jetzt fängt es also damit an. Per Drag and Drop, das hat man jetzt gerade schon gesehen, kann man die einzelnen Bilder hin und her verschieben. Dann kann man doppelte Bilder natürlich rausnehmen und Bilder, die man besonders schön oder ausdrucksstark findet, die kann man dann hier mit einem solchen Sternchen versehen. Und dann werden die entsprechend stärker dargestellt in dem Video. Anschließend würde man hier unten auf das Preview klicken, dem Video einen Titel geben, also PB21 Fortbildung, damit man es anschließend in der Medienverwaltung auch wiederfindet. Und dann kann man sich hier eine kleine Vorschau anschauen. Wenn man dann soweit mit dem Video einverstanden ist, würde man hier unten auf Produce klicken und damit würde das Video produziert werden.
Hier unten wartet man jetzt noch, bis das finalisiert ist und dann kann man es weltweit im Netz mit anderen zusammen ansehen oder teilen. Ja, das war's. Ich bedanke mich fürs Zuhören und Zuschauen und hoffe, dass es euch hiermit leichter fällt, das auch nachzumachen. Bis dahin.